Du und du natürlich auch. Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ich bin die Silent Sphania und wir spielen Wildy Flowers oder Wildflowers. Worum geht es eigentlich um Wildflowers? Ja, um Wildflower geht es eigentlich um ein Mädchen namens Tara. Und wir begleiten sie auf ihre emotionalen Reise und kümmern uns sozusagen um unsere Großmutter hier auf ihrer Farm. Unsere Großmutter scheint wohl eine Hexe zu sein. Und wir werden das vielleicht auch oder sind das vielleicht schon. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Auf jeden Fall hatte ich das Spiel schon mal angespielt. Für mich einmal privat. Und die Spielszenen, die Charaktere reden miteinander. Da werde ich einfach still sein und ja, den Text unten für mich selber lesen, denn ich möchte ungern, wie soll ich das sagen, in den erzähle, was sie halt so erzählen, reinquasseln. Und ja, alle weiteren Infos wieder zum Spiel ist unten in der Infobox, da wo ihr es kaufen könnt, was es kostet und so weiter und so weiter. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt auch los. Und wenn es dir hier übrigens gefällt auf dem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und kommentiere doch ganz, ganz fleißig. Über Hilfe, Tipps und Tricks würde ich mich mega, mega freuen. Und nun geht's auch los. Stadt Fairhaven. Excuse me, would you happen to know the way to Hazel Wild's farm? Tara? Oh my goodness, it really is you, isn't it? Lena? I haven't seen you since I was tiny. It's good to see you again. I heard you were coming to stay with your grandma Hazel. Now, do you remember the way? no. I don't remember much from that time. No problem. Go up the stairs behind me and turn left at the top. Then just follow your nose till you get to Hazel's house. Go up the stairs behind you, then turn left and follow the path. Got it. Ja. Und da sind wir jetzt auch in Fairhaven angelangt. Und wir sollen zu unserer Großmutter. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu unserer Großmutter. Also wir sollen den Weg hier hoch und hier irgendwie lang. Wenn ich das richtig verstehe. Es sieht einfach nur süß aus, muss ich sagen. Also die Grafik ist echt mal mega nice. Rusty old crank.
I ought to blast you. Not a bad idea, actually. My charm will bind, turn and unwind. Look at it go. Grandma? Oh, it's you. Oh, my little honeybee. I'm not so little anymore, Grandma. No, I suppose not. I'm so glad you've come. Me too. How can I help out around here? I don't know much about farming, but maybe you can show me the ropes. Now that you mention it, I haven't got the spring crop of potatoes in yet. Let me help, Grandma. Why don't you give me those seeds, and I can get them planted. That would be a good start. Here's the seeds. Just head over to one of the garden beds there and scatter them about. Okay. Von Samen zur Frucht. Pflanze Kartoffelsamen im Gartenbeet auf der Farm bestätigen. Pflanze diese Kartoffelsamen in einen Gartenbeet und warte 5 Tage, bis sie herangereift sind. Wachsen im Frühling. Okay. You're a natural. Now you'll need to water them if you want them to grow. You can fill it up at this old well. Okay. Pflanzen müssen jeden Tag gegossen werden, damit sie wachsen. Befülle die Gießkanne am Brunnen. Bestätigen. Rostige Gießkanne. There now. That should do it. They'll take a few days to grow, but it's a start. Oh, and I was thinking about cooking up some mushrooms. How would you like mushroom soup for dinner? Is it the same one you used to make when I was little? Because if it is, yes, please. Lovely. You'll find plenty of mushrooms good for eating if you head up that mountain path a little. Wait, we have to pick the mushrooms ourselves? No, this isn't the city, honeybee. Besides, freshly picked mushrooms taste better. Yeah, if they're not the kind that poison you. You'll do just fine. I'll do my best. Is there anything else I can do for you? Well, if you wanted to get some new seeds in town, it might be a good time to stop by and see the mayor. Introduce yourself. He's at Town Hall, a big building in the center of town with a flag above the door. You can't miss it. I'll take good care of you and this farm, Grandma. I'm just so glad you're here, my sweet little honeybee. All right, here I am, farming. This place has changed so much. It'll take a lot of work to get back to how I remember. I don't know if city life has prepared me for this, but I'm ready to give it my best. Okay, warte, bis die Kartoffeln reif sind. 0 von 4. Oma möchte Pilze haben, um etwas Leckeres zu kochen. Pilze unter uns. Der allerbeste Eisbrecher. Trifft den Bürgermeister im Rathaus in der Mitte der Stadt. Okay. Oh, aber wir gehen jetzt erstmal für Oma die Pilze sammeln. Was meint ihr? So, also wir sollen hier hoch. Hey, I remember this mine. It looked way less run down when I was 7. But so did everything around here. Das stimmt allerdings. Sie sieht sehr heruntergekommen aus. Pilze unter uns. Vom Samen zur Frucht. Der allerbeste Eisbrecher. Aufgaben, okay. Oma? Hazel Waldi. Der Waldi. 82 Jahre alt.
Und ihre Farben sind der beste Grund, warum du hier bist. Du hast sie 20 Jahre lang nicht gesehen. Aber zum Glück ist das jetzt anders. Okay. Einwohnerin Lina Dahl Johnson. Gemischwarenladen, montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags geschlossen, freitags und samstags von 8 bis 17 Uhr, sonntags geschlossen. Wir kaufen und verkaufen Samen, Gemüse und Küchenutensilien seit 1800, ununterbrochen im Betrieb. Lina Dahl Johnson, 40 Jahre, leitet den Gemischwarenladen zusammen mit ihrem Ehemann Parker. Sie ist die Mutter der Zwillinge Emmy und Finn. Sie ist zuverlässig und professionell. Lina war früher deine Babysitterin. Oh, wie süß. Garten. Ein Stück fruchtbares Land, um Nutzpflanzen, Bäume und Blumen zu pflanzen. Okay, craften. Macht aus Unkraut Erde für neue Beete. Okay. Ein Gerät, das Holz zu Papier presst. Baue es im Werkzeugschuppen. Ein Gerät zum Herstellen von Kerzen aus Bienenwachs, Sojamilch oder Tierfett. Baue es in deinen Werkzeugschuppen. Ein Gerät, das Säfte und Öle aus rohem Obst und Gemüse extrahiert. Ein großes Holzfass zum Herstellen von Bier, Wein, Käse und anderen interessanten Rezepten. Okay. Riecht gleich nach Honig mit der Kerzentauchstation hergestellt. Okay. Riecht leicht nach Erde. Sojakerze, okay. Talgkerze. Riecht leicht nach Moschus. Käse. Ein köstliches Milchprodukt, das im Gärfass hergestellt wird. Verkauf ihn an Lina und verwende ihn zum Kochen. Bier kann durch das Vergären von Hopfen in einem Gärfass in deinen Werkzeugschuppen hergestellt werden. Das Trinken stellt etwas Magie wieder her, kostet aber Energie. Apfelwein kann in ein Gärfass hergestellt werden. Du kannst ihn an Damon verkaufen. Okay. Das Trinken von Wein stellt etwas Magie wieder her, kostet aber Energie. Er kann in ein Gärfass im Werkzeugschuppen hergestellt werden und an Damon verkauft werden. Du kannst frisch gepressten Orangensaft mit einem Safter in deinen Werkzeugschuppen herstellen. Er kann an Sophia verkauft werden. Karottensaft, ein erfrischendes und energiespendendes Getränk, kann in deinen Werkzeugschuppen mit einem Safter hergestellt werden. Okay. Oliven können in den Rezept benutzt oder in einen Entsafter ausgepresst werden, um Olivenöl herzustellen. Du kannst Oliven bei Kai kaufen. Dieses erfrischende Getränk kann in deinen Werkzeugschuppen mit einem Safter hergestellt und an Sophia verkauft werden. Apfelsaft. Oh, das ist ja interessant. Pilze unter uns. Bringe die Pilze zu Oma. Warte, bis die Kartoffeln reif sind. Und der allerbeste Eisbrecher trifft den Bürgermeister im Rathaus in der Mitte der Stadt. Ja, das machen wir dann. Aber erstmal bringen wir unsere Oma die Pilze, würde ich sagen. Damit sie uns eine Pilzsuppe machen kann. So. Spring is the time when the earth reawakens. You can forage for the gifts the land offers up if you know where to look. Have you found any mushrooms? Will these work? Those are nice plump ones. You're a natural forager. When I was out searching, I came across that old mine. You used to tell me that there were goblins inside, remember? I told you that, did I? It was a smart way of keeping a curious little girl out of danger. The wood in the supports rotted clean through. Shame. I'm sure there's still perfectly good iron and copper down there. Come back tomorrow and I'll have the mushroom stew prepared. I'm a bit tired just now. Aww.
Also keine Pilzsuppe. I better not just yet. Lieber noch nicht. Okay. It's just a broom. It's too early to go to bed. Okay, es ist also noch zu früh zum Schlafen. Interessant. Das kann, du kannst in Ninas Gemischwarenladen mehr Saatgut kaufen. Okay. Ah, das ist also die Karte. Also hier sind wir. Das ist also Omas Farm. Hier ist der Bürgermeister. Okay. Wo ist denn der Gemischwarenladen? Müsste hier so sein, oder? Hm, interessant. Aber eine sehr hübsche Karte. Eine sehr, sehr hübsche Karte. Aber ich würde sagen, das war's dann auch für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Let's Play-Folgen mehr verpasst. Und kommentiert doch ganz, ganz fleißig unten ins Kommentarfeld hinein. Würde ich mich auch mega drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Eure Fenia. Tschüss.